Als Nächsten möchten wir den Uwe auf die Bühne bitten. Seine herzlich willkommen. Ja, auch ich begrüße Sie alle ganz herzlich vom Bündnis gegen TTIP in Stadt und Landkreis Ansbach und freue mich, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, herzukommen in einer Zeit, in der das Thema TTIP, obwohl nach wie vor unverändert wichtig und uns dauerhaft noch beschäftigen wird, aufgrund der Asylproblematik und der Flüchtlingskatastrophe, dem Elend dieser Menschen und den Aufgaben, die damit verbunden sind, in den Vordergrund gerückt ist, umso mehr freue ich mich, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank. Ich werde mich heute, nachdem ja noch einige reden wollen und ich euch allen auch keinen Rednermarathon über mehrere Stunden zumuten will, beschränken auf den Themenkreis Investitionsschutzgerichtsbarkeit und alles, was sich darum herumrangt. Der Grund hierfür besteht darin oder auch darin, dass neuerdings die EU-Kommission durch die zuständige Kommissarin Malmström vor genau, wenn ich es richtig im Kopf habe, 10 Tagen ein neues Konzept für diese Gerichtsbarkeit präsentiert hat über eine Pressemitteilung, um die Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten neu zu regeln. Sie hat das verkauft als ein völlig neues und so wörtlich transparentes Verfahren, das jetzt alle Bedenken, die hierzu geäußert worden sind, in der Vergangenheit ausmerzt. Zur Erinnerung, bisher war es ja so, dass die EU und die USA vorgesehen haben, dass private Schiedsgerichte, die nicht öffentlich verhandeln und entscheiden und gegen deren Entscheidung es nicht einmal eine Berufungsinstanz gibt, über solche Investitionsschutzklagen von Konzernen zu entscheiden haben. Nunmehr unterbreitet die EU-Kommission etwas Neues und diese Vorschläge sind, und das ist auch in der Presse schon wiederholt deutlich geworden, gegenüber dem, was bis vor kurzem an privater Schiedsgerichtsbarkeit vertreten worden ist und was als Weisheit letzter Schluss mit Zähnen und Klauen verteidigt worden ist, das ist auf den ersten Blick durchaus ein Fortschritt. Ein Fortschritt allerdings, liebe Freundinnen und Freunde, der keineswegs aus Einsicht oder Überzeugung zu verzeichnen ist, sondern, und das macht die Kommission in ihrer Pressemitteilung wortwörtlich deutlich, weil die bisherige Form des Investitionsschutzes auf massiven Widerstand und auf Misstrauen, so wörtlich in der Presseerklärung, gestoßen ist. Insofern bedeutet das im Klartext, die Befürworter der Investitionsschutzgerichtsbarkeit haben erkannt, dass sie das, was sie mit aller Gewalt durchsetzen wollten, zunächst, nämlich eine ganz eindeutig erkennbare private Schiedsgerichtsbarkeit nicht durchsetzen können, weil es für jeder, der seinen Verstand nicht an der Garderobe abgegeben hat, erkennbar ist, dass es nicht einzusehen ist. Warum im Verkehr zwischen zwei Rechtsstaaten, die geordnete Gerichte haben und die seit Jahrzehnten funktionieren, warum man da eine private Sondergerichtsbarkeit zum Schutz von international tätigen Konzernen einrichten soll? Dass hier ein Missbrauch im Gange war, lag auf der Hand und deswegen jetzt dieser vermeintliche, und da komme ich jetzt gleich drauf, dieser vermeintliche geordnete Rückzug von der Frau Cecilia Malmström.
Das Ziel dieses vermeintlichen Rückzugs ist ganz offensichtlich. Man will das Misstrauen ein Stück weit bekämpfen. Man will den Widerstand gegen TTIP zurückdrängen und hofft, so wieder die Oberhand in der öffentlichen Diskussion zu kriegen. Aber lassen wir uns nichts vormachen, liebe Freundinnen und Freunde. Auch der neue Vorschlag der Kommission ist letzten Endes nichts anderes als Augenwischerei und Schönfärberei. Im Kern bleiben die undemokratischen Privilegien der international tätigen Großkonzerne mit einem extra Klagericht bei extra Gerichten erhalten. Im Gegensatz zu jedem Bürger und auch jedem im Übrigen inländischen Unternehmen, dass dem nur der Weg zu den ordentlichen deutschen Gerichten zum Beispiel eröffnet ist. Das allein ist ein Skandal, das ist das Kern des Unrechts bei der ganzen Angelegenheit und hinzu kommt noch vieles. Es bleibt offen, in welchem Verhältnis Entscheidungen dieses Gerichts stehen werden und stehen sollen, zum Beispiel zu Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts oder des EuGH. Es bleibt völlig offen, inwiefern die Amerikaner überhaupt bereit sind, hierauf einzugehen. Alles, was sie bisher geäußert haben über ihre Verhandlungsführer, besagt eindeutig, dass sie an den privaten Schiedsgerichten festhalten wollen. Und auch die EU-Kommission ist nicht bereit, ihren Vorschlag sozusagen zur Conditio sine qua non zu machen und also zur unabdingbaren Voraussetzung für ein TTIP-Abkommen, sondern es ist ein Vorschlag, über den verhandelt werden wird. Und ich sage euch heute schon voraus, dieser Vorschlag wird so weit zurückverhandelt werden durch die Amerikaner, bis am Schluss im Kern das rauskommt, was sie schon immer gehabt haben wollten, nämlich einen möglichst umfassenden Schutz für international tätige Konzerne und Investoren. Deshalb, liebe Frau Maystrüm und auch liebe Bundesregierung, wir lassen uns kein X für ein U vormachen. Wir werden unseren Widerstand fortsetzen und in 14 Tagen in Berlin in dieser Richtung ein deutliches und ich hoffe ein überdeutliches Zeichen setzen. Der Widerstand, für den wir hier stehen, ist umso mehr wichtiger, als wenn man noch das, was die Heidi Schilling schon angesprochen hat, den Regulierungsrat ins Auge fasst. In diesem Regulierungsrat sollen die obersten Regulierungsvertreter der EU und der USA zusammenarbeiten und über sie sitzen dann auch die Konzernvertreter der weltweit tätigen Großkonzerne mit am Tisch und können bereits in der Phase, in der es um die Frage geht, ob zu irgendeinem Thema, sei es Umweltschutz, sei es Tierschutz, sei es Verbraucherschutz, sei es Arbeitnehmerrechte, neue Regulierungsvorschriften notwendig werden, da sitzen diese Leute mit am Tisch und können, bevor die Öffentlichkeit und die Parlamente überhaupt in der Lage sind, sich damit zu befassen, bereits ihre Interessen hineinverhandeln und durchdrücken. Das ist ein Skandal und eines Rechtsstaats, der sich parlamentarische Demokratie nennt, absolut unwürdig. Und da würde ich mal mit Frau Merkel reden und sagen, das geht gar nicht. Wer sowas ernsthaft betreibt, der betreibt die schleichende Unterwerfung der Politik unter das Diktat von Großkonzernen an einer Aushöhlung der demokratischen Grundsätze. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Satz gilt, alle Gewalt geht vom Volke aus und nicht von Großkonzernen. Noch ein letztes. Nicht einmal 4-6 Wochen, bevor Frau Malmström ihren neuen Vorschlag zur Investitionsschutzgesetzgebung präsentiert hat und als Ausgrund von Transparenz und Öffentlichkeit dargestellt hat, hat die gleiche Frau angewiesen, dass nicht einmal Volksvertreter hier frei an die Protokolle der TTIP-Verhandlungen herankommt, sondern dass sie allenfalls in einem Leseraum in Brüssel das zur Kenntnis nehmen dürfen. Und da fragt man sich doch, wo leben wir eigentlich?
dass gewählte Volksvertreter, die letzten Endes über unser Wohl und Wehe zu entscheiden vom Volk beauftragt worden sind, nicht das Recht haben sollen, frei und umfassend sich zu informieren und dann auch die Öffentlichkeit zu informieren. Denn jeder von uns hat das Recht zu hören, was da tatsächlich verhandelt wird. Frühzeitige und umfassende Information von Parlamenten und Öffentlichkeit hintertreibt, der hat, um es deutlich zu sagen, ganz offensichtlich etwas zu verbergen. Und der hat unser umfassendes, tiefes und anhaltendes Misstrauen verdient. Und in dem Sinne werden wir weiter kämpfen. Und deswegen sage ich, der Kampf gegen TTIP, CETA und TESA geht weiter. Zu CETA noch ein Wort. Selbst wenn dieser Vorschlag von der Frau Malmström bezüglich TTIP greifen würde, sich an CETA aber nichts ändert, bleibt ein riesengroßes Scheunentor offen, über das die privaten Schiedsgerichte dann wieder zum Tragen kommen. Und deswegen, Leute, jeder noch laufen kann, ob Männlein oder Weiblein, den rufe ich auf, am 10.10. mit nach Berlin zu fahren und dort das gebotene überdeutliche Zeichen zu setzen, stoppt TTIP. Dankeschön.